In dem heutigen Video planen wir unsere Weiterreise. Seht ihr einen schönen Strand am See? Ein Raum mit Aussicht? Den höchsten Wasserfall Schwedens? Ein Stellplatz am Fluss? Eine Stromschnelle? Eine Insel in der Stromschnelle? Eine Hängebrücke über der Stromschnelle? Und einen schönen Campingplatz. Hier sind wir auf dem Weg zu unserem nächsten Ziel und das liegt nahezu schon an der norwegischen Grenze. Es geht für uns immer weiter in Richtung Norden und wir freuen uns schon riesig darauf, dass wir bald wieder das Bergland sehen, das Fjell, was wir wirklich seit Jahrzehnten nicht mehr besucht haben, und da ist die Vorfreude bei uns sehr groß. Nanu, das Schild meint, wir müssen links abbiegen und das Navi auch. Verstehen wir gar nicht. Von einer schönen Asphaltstraße auf eine? Ja, auf eine Schotterstraße. Naja. Ich freue mich schon riesig auf, ich glaube, über 30 Kilometer Schotterstraße. Das ist nicht nur manchmal doof zu fahren, sondern kann auch durchaus, wie wir schon bei manch anderem Autofahrer gesehen haben, zu Reifenproblemen führen. Aber toi toi toi, wir hatten bisher Glück und wir hoffen natürlich, dass das auch so bleibt. Eigentlich kann man nicht Schotterstraße sagen, sondern eher Schotterpiste. Da waren doch teilweise sehr, sehr viele Schlaglöcher. Und vor allem die Straße wurde auch langsam immer enger mit Ausweichstellen. Aber egal, trotzdem landschaftlich sehr schön. Und hier an dieser schönen Aussichtsstelle quasi halten wir das erste Mal an, um uns etwas die Pflanzenpilzwelt und die Umgebung anzusehen. Ja, man sieht einiges. Hier einen schönen Pilz. Ackerschachtelhalm. Klar, gibt's bei uns auch. Kommt sie. Unsere erste Multebeere. Wir haben wirklich vorher noch nie eine Multebeere gesehen. Ich kann mich auch nicht erinnern. Einen sehr schönen gefärbten Stein. Und es geht weiter. Und ja, das Navi war wohl wieder der Meinung, der Weg über diese Piste ist 2,40 Meter kürzer als der Weg über diese schöne Asphaltstraße. Aber das Schild zeigte auch da zur Schotterstraße. Die waren sich beide einig. Und jetzt endlich naht das Ziel. Ja, abbiegen ein letztes Mal, dann in Richtung Fuglufjellet. Genau, zum Parkplatz. Und zu dem Parkplatz können wir euch nur sagen, fahrt rechtzeitig morgens dahin. Auf diesem großen Parkplatz gibt es leider nur sehr wenige Plätze für Wohnmobile. Also rechtzeitig da sein, nicht, dass ihr wieder zurückfahren müsst und nächsten Tag neu angehen müsst. Halt. Ja, weil diese Gegend, dieser Fuglufjellet Nationalpark, ist deswegen ganz besonders beliebt bei den Besuchern, weil dort ein ganz besonderer Wasserfall zu sehen ist. Mhm. Und Nächtigen ist übrigens auf den Parkplätzen überall verboten. Das ist das Naturum mit dem Raum mit Aussicht. Genau, das Nationalpark-Infozentrum. Hier viele Aufsteller, wo man sich informieren kann. Entweder vor oder nach der Tour könnt ihr da essen gehen.
und ab geht es jetzt in den Fulufjellet Nationalpark. Und auch wenn unsere Aufnahmen wieder mal vorgaukeln, es wäre nicht so viel los dort, war es wirklich sehr, sehr voll, denn wir haben etwas machen müssen aus wettertechnischen Gründen sozusagen. Freiwillig würden wir wahrscheinlich nie gegen Mittag so eine Tour beginnen, weil wir dann lieber gerne früh unterwegs sind, aber es ging an dem Tag nicht anders, weil ein paar Sonnenminuten waren eben erst gegen Mittag angekündigt. Genau, vorher hat es geregnet, also nicht nur bedeckt, sondern ja, auch geregnet. Geschüttet eigentlich. Der im Jahr 2002 gegründete 385 Quadratkilometer große Fulufjället Nationalpark in Schweden ist ein Ort voller unberührter Natur und spektakulärer Gebirgslandschaften. Er liegt in der Provinz Dalarna nahe der Grenze zu Norwegen. Zum Wasserfall hin führen entweder Bohlenstege oder eben Waldbohnen. Es lässt sich eigentlich ganz gut gehen, sieht man hier nur. Bevor es dann etwas steiniger und anstrengender wird. Ja, aber es war okay. Ich habe meine Nordic Walking Stöcke mitgenommen, um jetzt auch größere Passagen auf einmal zu überwinden, größere Steine. Also alles gut. Es war machbar. Ja, wirklich ein sehr hübscher und idyllischer Weg in Richtung Wasserfall. Das Herzstück des Parkes ist der beeindruckende Njupeskär Wasserfall, der mit seinen 93 Metern Fallhöhe einer der höchsten Wasserfälle Schwedens ist. Das letzte Stück bis zum Wasserfall ist auch wieder über einen Holzbohlenweg und dann ja vorne am Wasserfall, da ist man dann wirklich mit sehr vielen Menschen unterwegs und jeder versucht natürlich für die wahrscheinlich sozialen Medien das tollste Bild mitzubringen und einer stellt sich vor den anderen und eigentlich standen wir uns da glaube ich alle im Weg mehr oder weniger. Hier können Besucher die gewaltige Kraft des Wassers erleben, das sich in mehreren Kaskaden über die Felsen ergießt. Fulufjället ist zudem bekannt für Old Chico, einen der ältesten lebenden Bäume der Welt, der bereits seit etwa 9500 Jahren an diesem Ort wächst. Wanderwege unterschiedlicher Schwierigkeitsgrade machen den Park sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Wanderer zugänglich. Die abwechslungsreichen Routen führen durch Täler und über weite Hochebenen und bieten spektakuläre Ausblicke. Ja, hallo liebe Womotraum-Freunde. Wenn ihr unsere Schwedenreihe jetzt vielleicht schon durchgeguckt habt, dann werdet ihr sehen, gegensätzlicher kann der Kontrast kaum sein. Wir haben ja angefangen an der Ostseeküste im kleinen Fischerdorf oder auf der wunderschönen Insel Öland. Und jetzt stehen wir hier im Fjell an der norwegischen Grenze, nämlich genau gesagt im Fulufjället Nationalpark. Und das ist einfach eine so wunderschöne Landschaft. Leider stehe ich hier wieder alleine, weil die medizinischen Umstände machen es leider nicht möglich, dass wir hier mit hochkraxeln konnte. Mir fiel es schon unwahrscheinlich schwer, euch dieses Panorama hier zu präsentieren. Meine Knie, die machen jetzt leider auch nicht mehr mit. Ich wollte eigentlich zum ältesten Baum der Welt, Old Tico. Das ist hier noch ein Stückchen weit zu laufen und zu kraxeln. Aber dann muss es leider ohne gehen. Aber dieses Panorama hier oben, so fast schon Mittelschweden im Fulufjället Nationalpark. Das ist einfach wunderschön. Ja, damals war es lang, lang ist her, als wir vom Alter her noch in der Lage waren, uns durch solche Landschaften zu bewegen, mit dem Rucksack, mit dem Zelt. Es war einfach fantastisch. Heute geht es leider nicht mehr und da muss man sich zufrieden geben mit dem, was man hat. Ja, wie die Möglichkeiten so sind. Wir fahren wieder zurück zu dem Mörkreds Campingplatz. Also ich weiß nicht, was daran Campingplatz ist. Es gibt einmal den Briefkasten des Vertrauens. Übrigens müsst ihr da mit Scheinen bezahlen. Diese App, die da genannt wird, das können nur Schweden benutzen.
Die Wohnmobile, die auf der linken Seite stehen, haben Strom, die am Fluss stehen, keinen Strom. Das ist der Blick aus unserem Fenster direkt auf den Fluss. Und hier planen wir, was wir weiterhin machen werden. Ja, manches planen wir und manches lassen wir ganz spontan auf uns zukommen. Das Wasser war wirklich glasklar, also toll. Wir haben sogar gesehen, dass zwei Leute ins Wasser gegangen sind, aber ja. Oh, es war eisig kalt. Das ist eigentlich das Einzige, was geboten wird. Ja, eine einfache Toilette, wollen wir sie mal so nennen. Genau, also auch ein ganz einfacher Platz. Man kann vielleicht schöne Wanderwege von dort aus machen. Und die Fahrt geht weiter zu unserem nächsten Punkt. Vorbei an einem See. Rentierflechte. Aber unendlich viel, wirklich. Also ja, man musste genau erstmal hinschauen, ist es Schnee oder sind es Flechten? Dann fahren wir los über einen Weg, den uns das Navi empfohlen hat. Und wir queren unter anderem eine Eisenbahnstrecke, genau. Nicht das einzige Mal. Und ja, wir werden etwas in die Irre geführt, aber das sollen wir erst in ein paar Minuten merken. Mhm. Ja, es war schön, da lang zu fahren, aber ja, der Weg war auch wunderschön schmal, wenn man jemandem entgegenkam. Und natürlich auch wieder Schotter. Ja, und dann, nachdem wir uns über einen sehr matschigen Weg bis zu dieser Bahnstrecke vorgekämpft hatten, etwas übertrieben gesagt. Ja. Wir waren nicht die Einzigen. Nein, wir waren bei weitem nicht die Einzigen. Da haben noch mehr Leute versucht. Hat uns ein Schild erwartet, Betreten der Eisenbahnanlagen verboten. Lebensgefahr. Aber alle sind rüber. Und dann kam wieder so ein Weg, den ich alleine versuchen musste. Da ging es nämlich hier so runter zum Helvetesfallet. Eine nach dem höchsten Wasserfall Schwedens weitere tolle Attraktion eines Wasserfalls, einer Stromschnelle, die ich dann auch nach kurzem zu sehen bekam. Und dass auf der anderen Seite die Leute ganz bequem über Holzwege, über Stege, über Treppen zu dieser Attraktion gelangt sind. Oh, haben wir gedacht. Da müssen wir wohl nochmal googeln. Hier sind wir falsch. Ja, der Weg in Anführungsstrichen. Ja, ich glaube, die Höhe der Steine hätte ich nicht überwinden können mit Leider meinen Knien. Also für mich war es schon nicht spaßig. Also ging das Ganze wieder zurück, das Internet befragt, Google befragt und wir sollten 30, 35 Kilometer fahren, um dann 100 Meter entfernt auf der anderen Seite des Wasserfalls zu landen. Und wir überqueren wieder die Eisenbahnstrecke. Also wir fahren wieder auf einer Schotterstraße. Ja, logisch, die sind wir ja hergekommen, also müssen wir sie auch zurück. Genau. Aber auf der anderen Seite drüben war es genauso. Ja, klar. Aber wir haben dann wenigstens richtig den Ort gefunden. Etwa 160 Kilometer weiter südöstlich vom Fulufjell durchfließt der Fluss Ämann gleich mehrere Stromschnellen und steile Passagen. Der spektakulärste ist der Höllenfall, Helvetesfallet, ein durchspültes Tal mit 30 Meter hohen steilen Felswänden. Und nun aber richtig über befestigte Stege. Oh ja, es war eine kleine Hängebrücke. Man hatte doch gute Sicht. Ja. Eine wirklich imposante Geschichte. Herrlich. Mhm. Lasst es euch nicht entgehen, wenn ihr mal in Dalarna seid. Aber die Hängebrücke war schon sehr bewegt und hat gewackelt. Aber du hast sie gemeistert. Yep. Und darauf war ich richtig stolz. Und das ist die Insel in der Stromschnelle, die ihr von der anderen Seite auch gesehen habt. Eine traumhafte Stromschnelle. Also es ist, man kann gar nicht glauben, woher so viel Wasser
tagtäglich, jede Minute, jede Sekunde kommt. Irgendwann muss es doch mal aufhören. Und weil es so viel Spaß macht, noch mal schnell über die Hängebrücke. Und dann ging es wieder zurück. Aber vorher noch mal ein abschließender Blick auf dieses wunderschöne Naturphänomen. Ja, und hier seht ihr eben halt, dass man über Treppen dann das alles erreichen könnt, beziehungsweise das war jetzt schon der Rückweg. Klar, es gibt auch ein paar Stellen, wo ihr auch so ein bisschen um Steine rum müsst. Hier seht ihr, dass teilweise die Treppen doch ein bisschen steil waren, aber zu meistern. Und der Weg geht zurück. Vorbei an, ja, ich weiß nicht, ob das Sommerhäuser sind oder ob da wirklich Leute drin wohnen. Auffällig war nur, dass die Leute dort ihre Einfahrten mit Ketten versperrt haben. Anscheinend stellen sich einfach die Leute dann dahin und nächtigen dort. Es ist definitiv verboten. Das ist eine kleine Siedlung, kann man sagen. Mit Sicherheit sind das alles Ferienhäuser. Sehr schön gelegen, sehr ruhig. Und wir fahren gleich wieder über die Bahnstrecke. Ja, ich glaube mittlerweile zum 5. Mal. Wir haben es nicht jedes Mal aufgenommen. Genau, aber wir waren happy, wir haben das richtige Ziel gefunden und... Sag mal, das sind doch die Gleise, über die wir gelaufen sind, auf der falschen Seite, ne? Das haut hin, ja. 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 Also ich finde es bewundernswert, wie viel Rentiermoos da in den Wäldern ist. Bisher haben wir noch kein Rentier gesehen, auch noch kein Elch leider. Vielleicht wird das ja noch anders. So, es geht zum nächsten Campingplatz, auf dem wir Station machen. Aber erstmal müssen wir wieder eine Weile fahren. Und wir nähern uns unserem Campingplatz. Eigentlich sehr schön gelegen. Das ist die Rezeption. Ich glaube, hier konnte man auch sich eine Pizza bestellen und auch andere Kleinigkeiten. Auch draußen sitzen und essen. Diese Zelte könnt ihr mieten. Die sind sehr, sehr groß. Wir durften reingucken. Auch die einzelnen Stellplätze sind auch eigentlich sehr groß. Ja, also das Einzige, was ein bisschen komisch werden könnte, sind die Wiesen, die bei sehr viel Regen dann auch schnell ziemlich feucht sind. Und wenn das Wetter schön ist, könnt ihr auch hier drin baden gehen. Ihr seht den Strand. Also ich fand, der war sehr schön gelegen eigentlich. Hier könnt ihr abwaschen. Links davon sind dann die Toiletten und Duschen. Es ist gewöhnungsbedürftig, weil... Das sind die Toiletten, Unisex. Es gibt ein Pissoir und ansonsten ganz normale Toiletten.
Und hier habt ihr dann die Möglichkeit, euch die Hände zu waschen. In dem Raum daneben ist dann hier, wo ihr euch waschen könnt, also auch Duschraum und Waschraum. Hier die Dusche. Dieses Kästchen dort, da haltet ihr eure Karte ran. Ihr habt pro Tag, glaube ich, 5 Minuten Zeit zum Duschen. Das ist der Abfall, der hier getrennt wird. Hier könnt ihr euer Chemieklo entleeren. Und hier ist die Ver- und Entsorgung. Das ist der Aufenthaltsraum und Küche. Ihr seht Mikrowelle, Kühlschrank. Abwaschen könnt ihr dort, ja, und auch gemütlich sitzen. Und kurz dahinter ist dann der Waschraum. Ihr könnt von Hand eure Wäsche waschen oder hier die Waschmaschinen und Trockner benutzen gegen ein Entgelt. Wir fahren jetzt weiter zu unserer nächsten Etappe und sagen Heydo Warmbad Camping. Genau, und auf der nächsten Etappe unserer Reise wird es neben der ganzen schönen Natur auch mal etwas kulturell. Mhm. Lasst euch überraschen. Wir würden uns freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Ja. Und alle Videos, die wir in Schweden gemacht haben, findet ihr übrigens in der Playlist Schweden. Mhm. Könnt ihr dann, wenn ihr Lust habt auf Schweden, alle in einem Rutsch durchgucken und vielleicht können wir euch ja auch begeistern für Skandinavien oder speziell jetzt für Schweden, wenn ihr vielleicht noch gar nicht daran gedacht habt, in diese Länder zu fahren. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, schreibt viele Kommentare, über die wir uns immer wieder freuen. Lasst ein Abo da, wenn ihr noch keins habt und schaltet das Glöckchen an, damit ihr immer wisst, wenn wir ein neues Video hochgeladen haben. Ganz vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss. Tschüss.